Ja, also wieder bei Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Beim letzten Mal haben wir erstmal uns noch ein paar Pokémon-Freunde geholt und sind dann hier wieder in den Felsbezirk gekommen. Okay, hier ist wieder jemand aggro. Wir wollen wieder ein paar Pokémon finden. Kann jemand, der sich nicht nehmen lassen wollte, Kassel oder den Kopflos zu verpassen, dass die Sache in Tränen endete, versteht sich von selbst. Wer dieser Tropfkopf war, will ich nicht verraten, aber ich glaube, ihr wisst schon Bescheid. Stress? Na gut. So. Ich glaube, der will nichts. Da ist Flambirex. Das ist Fabivian. Auch schon alle. Dann wette ich wohl, dass es Zugokex war. Niemand kann mich besiegen. Verdammt, der neue Champion. Bong. So viel dazu. Aber der will anscheinend auch nichts. Dann Kaumalat. Der uns letztens, ja, einfach random angegriffen hat. Sag mal, bist du nicht Mitglied der vierfarbigen Sammler? Jetzt haben wir einen neuen Namen. Dann müssen wir kämpfen. Das wird bestimmt riesig. Wenn du meinst. So. Boah. Ich glaube, viel kannst du auch nicht gegen mich machen. Einfach durchgerast. Diese Gerüchte stimmen also. All meine Freunde sollen wissen, wie so toll die vierfarbigen Sammler sind. Danke dafür. Shedrago! Schon ziemlich cooles Pokémon eigentlich. Ah, gefunden. Das ist ein Kohldampf. Worauf denn? Noch schon lange auf das Turnier der Kämpfe im Pfalzbezirk. Der Meistertitel gehört bereits so gut wie mir. Moment, was sagst du? Du glaubst wirklich, du könntest mich besiegen? Ja. Nimm mal den Mund nicht so voll. Komm, lass uns kämpfen. Sache ist halt, alle unsere vier sind ja nicht gerade stark gegen Drachen. Hat er mich nicht getroffen? War ich zu klein? So. Okay, damit hat er mich getroffen, mit seiner Drachenklaue. Aber nein, mit seiner Atemattacke, was auch immer das ist, Drachenwut oder so, hat er mich nicht getroffen. Ja, frisst Staub, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss mich geschlagen geben, damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich glaube, im echten Leben wird das nicht so ablaufen, wenn du jemanden verprügelst und dann, das wird mir jetzt gefallen, dass ich ihn angerempelt habe? Okay. Ich glaube, wenn du jemanden echt verprügeln würdest, würde er nicht kurz danach sagen, ey, du bist mein bester Freund. Na gut, gehen wir zu Flambirex. Flambirex, ich hab mit diesen drei Pokémon ein Team gegründet, um am Turnier der Kämpfe teilzunehmen. Du gibst doch bestimmt die Erlaubnis dazu, oder? Flambirex. Oh, hallo Fly. Du hast endlich also einen Partner für dein Team gefunden. Aber bevor ich euch am Turnier der Kämpfe teilnehmen lassen kann, müsst ihr noch zwei zusätzliche Prüfungen bestehen. Meins? Irgendjemand von euch muss diesen Felsen da zertrümmern. Okay. Kann ich. Überlass das nur mir. Seit ich aus der Kanone gefeuert wurde, hat meine Rempelattacke einiges an Wucht hinzugewonnen. Okay. So, kaputt. Gute Arbeit, Floyd. Scheint einiges an Kraft zugelegt zu haben. In Ordnung, jetzt könnt ihr euch an der zweiten Prüfung versuchen. Gebt euch in die Höhle und bringt mir den kühnen Haftbart. Willst du einen Bart haben? Lass euch einfach aus der Kanone schießen, dann seid ihr gleich da. Wie bitte? Du sollst aus einer Kanone schießen lassen? Was ist das für eine wahnwitzige Idee? Pokémon können doch nicht einfach so aus einer Kanone schießen. Und habt ihr da das Mitgefühl? Bevor ihr mich auf meinen Freiflug über den Felsbezirk geschickt habt, hast du aber auch eine ganz andere Rede geschwungen. Na, was soll's. Kommt, auf geht's zur Höhle. Okay. Suchen wir uns einen Bart. Flambirex ist wahrscheinlich traurig, dass er keinen eigenen hat. Und deswegen, läuft das dann halt so. Genau, das ist sicher der Grund. Ach, da ist die Kanone. Ja. Ist das nicht eigentlich unbedingt die beste Idee, die man so machen sollte, aber ja.
Und tschüss. Einfach irgendwo weggeschossen. Kann man mal machen. Würde ich nur zu Hause nicht nachmachen. Achso, sowas direkt. Okay. Damit Brandstempel einfach kaputt machen. Da müssen wir hin. Okay. Wir schaffen das. 75 Sekunden. Okay, scheint wieder ein bisschen länger zu sein. Okay. So, Otaro, einmal bitte schwimmen. Vera, bitte noch mitnehmen. So. Und die Viecher müssen auch noch rüberspringen. So. Okay. Na komm. Ja, das klappt noch gut. Dann da einmal nochmal wechseln zu Floink. Und runter damit. Wow. Fast sogar zurückgefallen wäre. Aha. Bleiben die lange so draußen? Moment. So. Nehmen wir die Zeit einmal kurz holen. Hat das schon einiges an Zeit gekostet, hierher zu kommen, sehe ich gerade. Krass. So, noch ein bisschen mehr Zeit. Da könnte ich mir auch anscheinend... Ah, guck mal, rechts haben wir Zeit holen. Machen wir mal eben. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Zeit. So, zurück zu Otaro. Wenigstens im Wechseln, beim Wechselbildschirm kostet keine Zeit. Ja, das war schon fast gesprungen. Das war sicher genauso geplant. So. Zack. Und da. Wir haben einen Bart bekommen. So ein Klebebart. Was? Blub, blub. Hä? Was? Was? Okay. Hä? Was? Wer war das? Egal. Genau so. So. Ach, guck mal, die Kanone wäre sogar direkt hier vorne gewesen. Bin ich dran vorbeigelaufen? Ja, gut. Vielleicht ein bisschen. So, Flambirex. Ich hab, was du willst. Das ist ja der kühle Haftbart, der ultimative Beweis eures Mutes. Nun kann ich euch ruhigen Gewissens erlauben, am Turnier der Kämpfe teilzunehmen. Geht zu Flampivian und lasst euch von ihm das Tor öffnen. Okay. Na dann. Auf dahin. Wobei, ich werde nochmal kurz hier einmal den Turm hochlaufen. Nochmal kurz hier mit ein paar Leuten reden. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, es ist Zubokex, von dem er da spricht. Aber der will auch nichts mit uns. Wahrscheinlich erst, wenn wir Champion sind. Oder vielleicht kämpfen wir eh erst später gegen ihn. Na gut. Gucken wir doch mal erstmal oben, ob wir da noch was finden. So, wo war ich denn noch nicht? Da hinten ist nämlich noch ein Stein, den machen wir eben mal kaputt. Geh da weg. So. Wollte schon sagen, nicht, dass er mich jetzt rumhunterhaut, deswegen habe ich auch jetzt voll Gas gegeben. So, haben wir hier was? Eine Feder. Sehr schön. Und sonst... scheint hier auch nichts weiter zu sein. Ne, hier oben ist sonst auch nichts. Na gut, dann springen wir einfach irgendwo runter. Vielleicht. Kann ich hier runterspringen? Kann ich hier runterspringen? Kann ich hier runter? Wieso
kann man den nirgendwo runterspringen. Ist doch doof. Dann springe ich halt einfach von der Brücke. Kann ich von der Brücke wenigstens springen? Ja, immerhin. So, mit euch haben wir schon. Dann auf zu den Flampivians. So. Hallo. Ich will durch. Tut mir leid, das Tor bleibt zu. Moment, das ist ja der kühne Halfbart. Wow, beeindruckend. Na gut, wenn das so ist, schließe ich das Tor natürlich gerne für euch auf. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, um das Tor zu öffnen, ist auf diesen Schalter dort drüben die Attacke Brandstempel auszuführen. Okay. Und Bong. Sogar ein riesiges Flampivian, ne? Die Flampivian, ein riesiges Flambirex. Dann auf zum nächsten Gebiet. Felix wird Pikachu nicht von Flank einfach umgelaufen. So wie es bei Otaro der Fall ist. So, Felsbezirk Kampfarena. Na, Victini? Vielen Dank, dass ihr Flank wiedergefunden habt. Ah! Hä? Was sagt ihr da? Ihr wollt als Team am Turnier der Kämpfe teilnehmen? Seid ihr euch da ganz sicher? Ihr werdet auch nämlich auf eine ganze Menge starker Pokémon treffen. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn ich euch eure Fähigkeit ein bisschen aufpoliere? Mit meiner Gunst könnt ihr selbst Berge versetzen. Vielen Dank, Victini. Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen. Aber ich glaube nicht, dass ich auf diese Hilfe angewiesen bin. Ich möchte den Sieg aus eigener Kraft erringen. Ah, Flo, ich hatte dich viel ängstlicher in Erinnerung. Nur so falsch liegst du damit nicht. Na, tat, ich bin ein Hasenfuß. Aber um eines Tages so tapfer wie unser Flambirex werden zu können, muss ich mich halt stärkeren Gegnern auch meiner Furcht stellen. Ansonsten werde ich es nie schaffen. Damit hast du wohl recht. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ich wünsche dir viel Erfolg. Gib mir jedoch auch wie ich auf. Ja? Ich drücke euch allen die Daumen. Habt ein Auge auf Fleugen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Tja, und mit dem zusätzlichen Kraftschub, der uns so durch die Lappen geht, ist es dann auch ja mal schade. Die Kampfarena befindet sich auf der anderen Seite jener Höhle dort. Ich bin in Gedanken bei euch. So, schauen wir doch mal so ein bisschen. Scheint doch so ein kleines Eisgebiet hier auch zu sein. So, Mauzi haben wir schon. Was haben wir hier? Eine heiße Quelle. Kann man hier? Ach, hier kann man einfach runterlaufen. Kann ich doch sicher... Na gut, ich kann auch einfach so hoch. 300 Beeren. Nice. Wollen wir sowieso erst eine ganze Menge Beeren, um wieder uns aufzuwerten. Ich glaube, jetzt kostet jede Aufwertung schon 500 Beeren für die zweite Stufe. Das ist echt einiges. Ist hier die Bandur? Moment. Du bist doch sicher so ein bisschen wasseranfällig. Ja. Wasser? Nein, nein, nix Wasser. Okay. Was tust du da? Hast du schön gemacht? Ah, es explodiert. Der mit seinem Schutzschild. So. Einfach die ganze Zeit Wasser drauf. So ein bisschen Homing hat das schon, oder? Dass es immer sein Ziel findet, das Wasser. Ja, so ein bisschen. Ist es auch nicht so unbedingt der schwerste Kampf, wenn man nur das Aquaknarre machen muss. Oh, Otago! Na, einmal noch. Und weg mit dir. Der hätte ich einiges ausgehalten, muss ich sagen. Du stark sein, du Freund von ich werden. Oh, haben wir doch unseren Diamantor als Freund.
Was ist das für eine Tonlage? Testo! Testo und Caradonis. Der freut sich jetzt irgendwie. Warum auch immer. Ich habe ihn verprügelt. Das macht ihn glücklich. Boah. Hier ist aber auch keiner. Na gut. Haben wir zumindest die Mantel bekommen. Portugal. Hallo. Hey, du, weißt du zufällig, wo mein Schneeball abgeblieben ist? Er ist kugelrund, schneeweiß und samtweich. Bring ihn bitte vorbei, wenn du ihn findest, okay? Damit würdest du mir eine große Freude bereiten. Wo habe ich gerade die Süßkräuter herbekommen? So. Müssen wir noch Portugal wiederfinden. Da. Ist alle Hände voll zu tun, sehe ich schon. Hey du, das, was du trägst, ist doch ein Schneeball, oder? Könntest du mir zurückgeben? Der gehört nämlich eigentlich mir. Ich muss ihn wohl verloren haben, als ich eben auf Bodengang war. Ich habe überall danach gesucht. Okay. Dankeschön. Yay. Portugal. Ich weiß nicht viel, aber ich möchte dir das als Zeichen meines Dankes dennoch geben. Ein Geschenk. Schneeflocken. Yay. Ich habe gerade dein Geschenk. Komm also später wieder. So. Einmal in diesem... Mal die Kämpfe wahrscheinlich hier gegen die beiden da mit Pikachu machen, weil ich glaube, wir haben den letzten in diesem Part Pikachu noch gar nicht benutzt. Hi. Was gibt's, Kleiner? Unser Großer ist hier beim Training vertieft. Bis auf ein andermal, okay? Doch nicht? Ich kann mich nur drehen und nicht, Ey. Wo ist unser Großer? Ah, da. Hat er mir gerade wieder was geschenkt? Nein, bleib hier! Na, hat er auch gerade weg von meinen flinken Fäusten. Schön mir jedoch aus, auch Faustdick hinter den Ohren zu haben. Und eigentlich hätte ich ja die Testo versprochen, mit ihm zu trainieren. Aber wenn ihr einverstanden seid, würde ich euch gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hey, Caradonis, lass uns gleich mit unserer heutigen Übungszeit beginnen. Oh, Jotesto, ich habe eine gute Idee. Ja, worum geht's? Du weißt schon, wir haben davon gesprochen, als Team aufzutreten. Erinnerst du dich noch? Davon spreche ich. Oh, darum geht's also. Ja, ich erinnere mich. Ein Kampf gegen diese Pokémon würde uns vor Augen führen, wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Ist das dein Ernst, diese Winzlinge? Nun, Caradonis und ich sind auf der Suche nach Herausforderern, die den Mut haben, gegen uns zu kämpfen. Allerdings können wir es knirpsen, wie euch unmöglich zumuten, gegen uns und unsere ausgefallenen Attacken anzutreten. Das wäre grausam. Was? Wie? Ihr lebt ja auch so an? Ja. Großartig, dann lass uns gleich anfangen. Besiegst du mich, lautet der Sieger Pikachu. Aber das ist doch nicht. Aber die sind doch ganz grün in den Ohren. Kannst du mit deinem Gewissen das vereinbaren? Okay. Dann kämpfen wir auch schon gegen beide anscheinend. Oder? Ja. Meine Güte, die hauen doch gut rein. Ich sollte das nicht aus der Nähe machen. Helfer? Was tust du da? Au. Ja, Silimanto, du bist sicher die beste Wahl gegen... Das ist doch etwas schwerer als erwartet. Ha, gegen uns hat einfach dir das Nachsehen. Ha. Lass mich das nochmal versuchen. Flank, ich glaube, du hast ein bisschen mehr Power. Probieren wir das nochmal. Donis. Probieren wir das. Einfach direkt auf zu dashen und dann... Au. Auf Smallbook. Wobei, ich habe schon guten Schaden gemacht dafür, für den einen Dash. Würde sie Test nicht ständig im Weg stehen, könnte man da echt was machen.
Huiuiui. Alter! Das hat richtig guten Schaden gemacht. So. Perfekt. Ja, ich glaube, Floink macht immer noch den besten Schaden von allen. Egal, wie stark jeder Einzelne von uns ist. Oh nein, funktionierendes Teamwork bringt das alles nichts. Diese wichtige Lektion haben wir dank dir hier und heute gelernt. Lass uns bald wieder kämpfen. YouTube auch? Was für eine absolut einzigartige Serie von Attacken. Das war mir jedenfalls eine Lehre. Glühschnäbel wie dich keinesfalls leichtfertig zu unterschätzen. Ich bitte nochmal um Entschuldigung. Sehr schön. Jo. Jo. Toll. Sehr schön, haben wir die beiden auch umgehauen. Hoppala, nicht runterfallen. So, haben wir hier schon mal den einen Seitengang. Da haben wir auch noch einen Ball. Ein Geschenk geben? Party Maracas. Ja, nehme ich. So. Hallo. Oh, hier kann man sich aber nur allzu leicht verlaufen. Hoffentlich kommt Pets dich nicht auf dem Weg ab. Was machst du so? Hier gibt es ganz bestimmt viele total starke Pokémon. Okay. So, Bitterwurzeln, da geht's wieder rein. Für eine Gammelbeere wieder. Und hier haben wir Griff-Zeppeli. Eigentlich wollte ich nur mal kurz anreden, aber ja. Und da hinten geht's anscheinend auch noch weiter. Na gut, ich würde sagen, das heben wir uns dann aber für den nächsten Part auf. Dazu Griffeldes zu gehen. Steht da irgendwas dazu? Auskunft bei Griffeldes. Ja. Mal gucken. Ich denke mal, wir lernen eher im nächsten Part wieder hier bei. Entweder am Eingang oder an Drift-Zeppeli lande ich halt immer, wenn ich einen Part beende und ausmache. Naja, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.